Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo man die Kinder findet. Also ich hatte eigentlich die Vermutung, sie wären auch in der Höhle, aber... Sagt nur, was möchtet ihr? Das stimmte wohl nicht ganz brauchen so. Sie etwas? Ja, meine Fürstin gibt etwas, das, was sie benötigt. Ich habe mit Mardulf dem Oger gesprochen. Ich denke nicht, dass er oder einer seiner Gefährten für die Probleme im Inztal verantwortlich sind. Was? Aber ich war sicher, dass die Monster für die Morde verantwortlich sind. Wieso glaubt ihr, dass das nicht stimmt? Mardulf hat ebenso wie ihr Leute seinen eigenen Rhein verloren. Er macht sich Sorgen, so wie ihr. Oh, keine guten Nachrichten. Wenn sich die Oger schon Sorgen machen, was sollen wir da tun? Eigentlich hat mich Mardulf mit einem Angebot zurückgeschickt. Er und seine Gefolgsleute bieten dem Dorf Schutz im Austausch für eine friedvolle Beziehung und etwas Handeln. Er hat was? Ich muss sagen, dass diese Idee gar nicht mal so schlecht klingt, wenn man diesen Ogern trauen kann. Danke, dass ihr mir diese Botschaft überbracht habt, meine Fürstin. Ich werde wohl zum Mardulf gehen und mit ihm reden müssen, denke ich. Wir könnten beide wohl von einer freundschaftlichen Beziehung profitieren. Da ja die Oger für die Zwischenfälle nicht in die Frage kommen, schlage ich vor, ihr geht zu Mirellas Hütte. Es muss Spuren für ihr Verschwinden geben. Und weg ist er, oder? Ja. Neuer Eintrag für die Todesfälle in den Umma-Hügeln. Ja. Das war der falsche Eintrag. Jetzt, da die Oger nicht mehr als Ursache für die Morde in Frage gekommen, hat mir Minister Lloyd vorgeschlagen, dass ich die Waldläuferin Mirella nach Hinweisen durchsuchen könnte. Die Hütte durchsuchen könnte. Die Hütte befindet sich südwestlich vom Dorf. Ist er wieder da, wenn wir raus und wieder reingehen? Keine große Herausforderung. Nö. Nun gut. Was immer ihr wünscht. Nee. Ich will mal ganz kurz gucken. Ist das andere Quest jetzt abgeschlossen? Nee, auch noch nicht. Ich habe Minister Lloyd über Mardulfs Angebot in Kenntnis gesetzt und der Bürgermeister Stadt, die ich für euch ablehnt. Er erklärte sich bereit, mit dem Oger zu sprechen und festzustellen, welche Vereinbarungen getroffen werden könnten. Wenn ihr es wollt. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Mardulf und gucken mal, ob er da war. Dumm, die Dummen. Mardulf war ja hier. Ich warte, natürlich. Ist gut, euch zu sehen noch einmal, Mensch. Ihr bringt fort zum Menschendorf, ja? Ja, ist Minister Lloyd noch nicht angekommen? Hä? Ein menschlicher Fürst kommen? Nein, bisher nicht gekommen. Aber Mardulf erfreut, dass sie gemacht haben, was sie sagt. Mardulf danken euch. Ja, okay, das wird ja wahrscheinlich etwas dauern, bis der dicke Mann da angekommen ist. Gibt's hier irgendwo einen Ausgang in der Nähe? Ja, da vorne. Dann nehmen wir einfach mal den. Außer natürlich, Lloyd wird jetzt mitten in der Nacht gefressen. So, das heißt, die Tempelruinen sind unser nächstes Ziel. Bitte tot so viele. Ah. Okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Lelins Tagebuch. Das Tagebuch habt ihr bei der Leiche eines Kriegers gefunden, der von den Schatten getötet wurde. Die Leiche lag am Rande des dichten Waldes. Der letzte Eintrag ist besonders interessant. Nichts ist so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe.
Ich habe gedacht, ich würde ein Held, als ich mich Messi Fentons Gruppe angeschlossen habe. Ich habe gedacht, wir würden die Monster, die sich uns entgegenstellen, mit Leichtigkeit überwinden und durch den Ruhm siegreicher Schlachten berühmt werden, so wie es immer in den alten Geschichten erzählt wird. Aber dieses Schicksal ist uns wohl nicht beschieden. Ich hatte nicht ahnen können, wie langweilig und anstrengend die Reisetage wären und wie schrecklich das Gemetzel sein würde, wenn der Geruch des Todes rund um einen in der Luft hängt. Ich schwöre, ich kann den Tod fast schmecken. Wir haben schon so viele Schatten und Schwarzwölfe abgeschlachtet, dass mein Verstand beinahe ebenso abgestumpft und träge geworden ist wie mein Schwertarm. Ich bin blutverkrustet, aber mir fehlt sogar die Energie, mich zu säubern. Wenn es Messi nicht gäbe, denke ich, wäre ich wohl schon wahnsinnig geworden. Sie ist eine beständige Quelle der Stärke und erinnert uns immer an die Unschuldigen, die von diesen Untieren getötet wurden. Sie ermahnt uns, dass wir diese Schrecken erdulden müssen, um jene Leute zu retten, die sich nicht selbst verteidigen können. In dieser Gruppe ist Messi die Heldin und ich bin ein Nichts. Die Schlacht hat wohl gerade erst begonnen. Heute haben wir den Eingang zu dem verfallenen Tempel erreicht. Es hat vor Schatten nur so gewimmelt. Hätte Messi nicht so rasch und beherzt reagiert, wären wir wohl alle schon tot. Es waren viel zu viele Gegner für uns, aber Messi hat die hier noch vorhandenen bunten Glasstücke verwendet, um nicht auch den Eingangsbereich zu reflektieren und so die Schatten zu vernichten. Während das Glas das Licht reflektierte, gelang es uns, einen sicheren Zufluchtsort zu erreichen. Alle Schatten, die uns folgten, wurden durch das Licht vernichtet. Morgen werden wir versuchen, in den Tempel und damit in die Dunkelheit vorzudringen. Ich habe noch nie solche Angst empfunden. Ich versuche, so tapfer wie Messi zu sein, aber es will mir einfach nicht gelingen. Ich verspüre den fürchterlich unwiderstehlichen Drang, einfach davon zu rennen. Ich hoffe nur, dass mich der Drang nicht überwältigt, wenn der entscheidende Kampf beginnt. Ja, leider hat das dir nichts mehr gebracht, Kumpel. Okay, hier scheint es nicht gerade eine breite Map zu sein, wenn da oben schon der Kartenrand ist. Hi, Schatten. Ja? Fragt nur. Anaf, ihr werdet mir nicht meine Rache nehmen. Okay, wer ist Anaf? Wolfshöhle. Nun gut. Du solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen, bevor du keine Gelegenheit mehr dazu hast. Menschlinge, seid verflucht und die Welt sei ebenso verflucht. Kann ein Wolf seine letzte Mahlzeit nicht im Frieden genießen? Wir sind gekommen, um euren bösen Taten und denen eurer Welt ein Ende zu setzen. Ihr habt den letzten Unschuldigen das Leben gekostet. Ihr seid ein widerwärtiges Untier. Schließt euren Frieden mit der Welt, dann bald werdet ihr sterben. Nehmen wir das Erste. Meine Wölfe? Ha. Nicht mehr nah. Das Rudel ist der düsteren Magie des Schattenfürsten erlegen. Ihr jagt das falsche Ziel. Ihr wollt andeuten, dass dieser sogenannte Schattenfürst verantwortlich ist, während ihr hier auf der Leiche eines Menschen herumkaut? Warum sollte ich diesen Blödsinn glauben? Vielleicht, aber die Boffbewohner haben von einem Werwolf gesprochen, die sein Rudel dazu treibt, unschuldige Familien zu ermorden. Ihr habt eure Recht zu leben verwirkt. Erklärt es, wer ist der Schattenfürst und was hat er mit eurem Rudel angestellt? Dieser Ort war nicht immer so. Er schwebte nicht immer in einer falschen, uneinigen Dunkelheit. Es begann vor kurzer Zeit. Die Ruinen im Osten der Lagerstätte waren für mich und mein Rudel schon seit langer Zeit ein Ort des Unheils. Wir hatten noch nie das Bedürfnis verspürt, uns in den Bereich des gefallenen Tempels zu wagen. Der Feindtempel war einst am Maunator geweiht, einem Gott der Sonne. Eine große Prophetin liegt in dem Tempel begraben. Es war einst heiliger Boden, aber nun ist er befleckt. Es ist offensichtlich, dass Amaunators Macht nachgelassen hat, denn wenn der Tempel noch immer sein heiliger Grund und Boden wäre, hätte er sich wohl kaum das Unheil für meinen Rudel aus den Tiefen seines Tempels erhoben.
Die Geschichte klingt mir zweifelhaft. Ich bin das einzige Unheil, das euch droht. Sprecht weiter. Vor einigen Wochen hörte man ein Geräusch von unter dem Tempel, das wie ein fernes Donnergrollen klang. Wir haben dem Geräusch wenig Bedeutung beigemessen, doch dann verdunkelte sich der Himmel und die Schatten wurden länger. Es geschah genau zu Mittag und ich versammelte das Rudel, um es zu beruhigen. Ich dachte, es wäre eine Sonnenfinsternis, aber ich irrte mich. In diesem Augenblick tauchte der Schattenfürst unter uns auf. Mit einem einzigen Blick übernahm er die Kontrolle über meine Wölfe, meine Kinder. Ich veränderte meine Gestalt und sprang auf seine Dunkelheit los, doch er lachte nur. Anaf, sprach er, ergib dich ihm meinen Willen, du sollst das Werkzeug meiner Rache sein. Er ging durch die Reihen der panischen Wölfe und tötete einen nach dem anderen mit einer einfachen Berührung. Nachdem sie alle tot waren, griff er mit seiner Dunkelheit nach den Leichen meiner Kinder und belebte sie als Schattenwölfe. Ich war wie betäubt vor Schreck und Trauer und rannte davon. Ich habe mich in den letzten paar Wochen vor den Schatten versteckt, die einst Wölfe waren, und vor der Dunkelheit, die aus dem Tempel kriecht, der einst das Gefängnis des Schattenfürsten war. Ich will mich nicht mehr verstecken. Diesen Mann habe ich nur getötet, um genug Stärke zu sammeln, damit ich mich dem Schattenfürsten stellen kann. Der Schattenfürst möchte alles töten, egal ob es Menschen oder Wölfe sind, denn sie stehen als Schatten wieder auf und stärken die Reihen seiner Armee. Werdet ihr meine Rache zugestehen oder muss ich auch gegen euch kämpfen? Nein, werden wir nicht. Eure böse Existenz will heute und hier enden. Wenn ihr versuchen wollt, den Schattenfürsten zu töten, werde ich euch nicht aufhalten. Der Schattenfürst scheint der wahre Quell allen Übels zu sein. Wir werden euch dabei helfen, ihn zu töten. Trefft mich im Tempel östlich dieser Lagerstätte. Nehmt euch vor den Schatten, die dort lauern, in Acht. Bereitet euch gut vor, bevor ihr hineingeht. Ja gut, mit einem Werwolf uns anlegen. Deinem Werwolf uns verbünden. Schmuck, Schmuck. Tagebuch. Und Schmieren. So. Kotalas. Ja, wo ist doch mal die Hütte von Cortala in den Umma-Hügeln? Da war ich nämlich doch gerade. Hm. Was möchtet ihr? Also ja, wir helfen jetzt einer Werwölfin, ihr Wolfsrudel zu rächen. Dip, dip, dip. Todesfälle. Jetzt da die Ogre. Nein, das war's nicht. Minister Lloyd. Denton wurde geschickt. Ich habe Anaf getroffen, eine Werwölfin. Sie erzählte mir die Geschichte von einem Schattenfürsten, der in einem zerstörten Tempel im Osten auferstanden ist. Der Tempel war einst dem alten Sonnengott am Maunator geweiht, ist nun aber ein unheiliger Ort der Dunkelheit. Dieser Schattenfürst tötete ihr Rudel und verwandelte sie in Schattenwölfe, und nun will sie sich nur noch rächen. Ich ließ sie ziehen, damit sie ihre Rache nehmen kann, und sie bat mich, sie beim Tempel zu treffen. Allerdings wartete sie mich, dass ich mich vor den Schatten hüten und vorbereitet sein sollte. Naja gut, wir sind vorbereitet, wie wir vorbereitet sein können. Erzählt mir mehr davon. Ich will mich halt auch auf dem Weg zu dem Tempel so gut umsehen, wie es geht. Weil man kann nie wissen, wo noch mehr Schatten lauern. Und jeder Schatten gibt uns wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Das ist jetzt ein Schattenwolf.
Ja, Schattenwölfe können gefährlicher sein als normale Schatten.